Hallo, guten Morgen. Ja, ein kurzes Live-Video für euch. Ich bin im Pyjama an meinem Arbeitsplatz. Hier siehst du mein Laptop. Das mache ich mega gerne. Und ich wollte mit dir ganz kurz drüber sprechen, über die Bedeutung, die du den Dingen gibst. Ganz oft hören wir Geld, es geht um Geld und gleichzeitig auch nicht. Ja, es geht um Geld, aber eigentlich geht es um was anderes. Aber um was geht es? Es geht um selbst. Ich kann sagen, es geht um dich, aber es geht auch um mich. Aber es geht in meinem Universum geht es immer nur um mich. Und in deinem Universum geht es immer nur um dich. Also ist die Antwort, es geht um selbst. Wer oder was selbst ist? Wer oder was ist selbst mit Geld? Und diese Gedanken machen wir uns nicht. Und in meinen Coachings muss ich auch immer wieder die Leute quasi dazu zwingen, sich darüber Gedanken zu machen, was die Gedanken wären einer Person, bei der es nicht um Geld geht. Die meisten Menschen haben Gedanken um Geld. Das heißt, die Menschen geben Geld eine gewisse Bedeutung, haben Ansicht über Geld. Sie wissen ganz genau, wie Geld entsteht, wo es herkommen kann. Jeder weiß für sich ganz genau, wie viel Geld in Ordnung ist, wie viel Geld verwerflich ist, wie viel Geld zu Arroganz führt. Jeder hat da seine ganz klaren Vorstellungen. Und diese klaren Vorstellungen sind der Rahmen deines Universums, sind der Rahmen deines Lebens. Diese klaren Vorstellungen und Bewertungen führen genau das vor sich, nach sich, zu dem, was für dich stimmig ist. Und das haben wir gestern in der Mastermind Öffentlich wachsen so klar und tief besprochen, um was es wirklich geht. Weil Geld ist nur ein Platzhalter, ein Sammelbecken für all deine Beschränkungen, für all deine Vorstellungen, für all deine Rückschlüsse, für all deine Einschränkungen. Das heißt Geld. Und deswegen geht es niemals ums Geld, sondern es geht nur um deine beschränkenden Vorstellungen. Und da mal genauer hinzuschauen und dieses ganze beschränkte Sammelbecken auszumisten, das führt dann auch dazu, dass du frei wirst, dass du deine Beschränkungen loslässt. Und da würde ich mich so, so freuen, wenn du das mal verstehen würdest und genau dorthin schaust, was alles für Geschichten, Zusammenhänge, Rückschlüsse du mit Geld für dich hast. Und du bist natürlich nicht alleine. Das ist ja eine Überzeugung, die hast du dir nicht selber ausgedacht im Schlaf, sondern die ist dir natürlich dargeboten, gegeben worden, weitergegeben worden von Leuten in der Gesellschaft, mit denen du zu tun hast, auf die du dich beziehst, denen du glaubst, denen du Recht gibst. Aber du musst es nicht. Und erst dann, wenn du erkennst, dass du die freie Wahl hast, was für dich bedeutet, dann erkennst du, dass diese Wahl dich frei macht. Und wenn du diese freie Wahl in Bezug auf Geld nun in Anspruch nimmst, dann wird sich alles für dich verändern, weil es geht nicht ums Geld und gleichzeitig doch ums Geld. Und genau das ist damit gemeint. Genau das ist damit gemeint, wenn Geld dir immer im Kopf schwirrt, wenn Geld dir als beschränkende Ressource, als dich einschränkende Ressource, als Ressource, die dein Überleben sichert, als Ressource deiner Möglichkeiten immer in einer beschränkten Art und Weise von dir bedacht wird, dann ist es sonnenklar,
dass sich diese Beschränkung dir im Außen zeigt. Und jetzt komme ich zurück zu selbst. Was bedeutet es dann für selbst? Selbst heißt dein Selbst, dein unbeschränktes Selbst, dieses Selbst, das sich nicht einschränken lässt durch die Bedeutung, die sie Geld gibt. Wie ist dieses Selbst dann? Weil das kennst du nicht. Dieses Selbst kennst du nicht. Du kennst nur ein Selbst, das permanent finanziell beschränkt ist. Und das ist auch auf höchstem Level der Fall. Ich kenne Leute, die haben Multimillionen auf ihren Konten und sie leben immer noch als beschränktes Selbst. Und hier geht es eben nicht darum, was de facto absolut für dich möglich wäre auf deinem Konto, sondern es geht darum, was du glaubst, was für dich möglich wäre und vor allem, was du glaubst, wie sich das alles noch weiter vermehren kann, ohne dass du dahinter stehst und die ganze Zeit Angst hast, dass du hier irgendwann mal mit dieser Ressource ans Ende kommst. Und dazu musst du eben verstehen, wie dieses Universum funktioniert. Dazu musst du eben verstehen, wie die Energie dieses Universums durch dich generiert und kreiert wird. Und was gibt es Schöneres, als letztendlich hier herauszufinden, wer du wirklich bist und wie die Dinge durch dich entstehen? Nur durch dich, durch deine Bewertung, durch deine Aufmerksamkeit, durch das, was du glaubst, durch das, was du denkst, durch das, was du für Rückschlüsse ziehst. Dadurch entsteht deine Realität. Deine Realität ist einzig und allein deine Realität. Es gibt niemanden und du brauchst auch nicht suchen Leute, die deine Realität teilen. Weil die Leute, die deine Realität teilen, die werden sie nie zu 100% so sehen, so teilen wie du. Und das ist auch nicht nötig, weil es ist deine Realität und du gibst den Ton an. Du sagst, wie die Dinge sind. Du sagst, wie Geld für dich ist. Du sagst, wie das Leben für dich funktioniert. Du sagst, wie deine Beziehungen funktionieren. Das machst du ganz alleine und da musst du auf nichts und niemanden im Außen Rücksicht nehmen und irgendwelche Meinungen vertreten, die hier allgemein vertreten werden, wenn es nicht dem entspricht, was du möchtest, wenn es nicht dem entspricht, was du erreichen möchtest, wenn es nicht dem entspricht, wie du leben möchtest. Und das ist die Wahrhaftigkeit der Freiheit, die jedem zusteht. Nur die wenigsten sind darüber informiert und die wenigsten nehmen sie sich, weil das belegt ist. Alles ist belegt mit einer Ansicht. Es gibt so, so viele Ansichten, die dir verbieten, das Leben zu leben, das du gerne leben möchtest. Und erst dann, wenn du erkennst, wie der Hase hier läuft, kannst du dich davon befreien und tatsächlich in vollen Zügen ein Leben für dich kreieren und generieren, das genau den Prinzipien der Fülle und den Prinzipien des Divine Designs, eben der göttlichen, unendlichen, perfekten Fülle-Idee entspricht. Und dazu musst du ausmisten. Ausmisten, ausmisten, ausmisten mit deinen Bedeutungen und musst bereit sein, die alle über Bord zu schmeißen. Und es ist nicht so einfach, weil oft ja eine Überzeugung des Überlebens dran geknüpft ist. Wenn dann der Geist sagt, oh, wenn du das loslässt, geht es hier um Leben und Tod. Und du würdest möglicherweise sterben, wenn du diese Überzeugung, die dich so lange sicher und geschützt hat fühlen lassen, wenn du diese Überzeugung über Bord schmeißt, dann geht dein ganzes System auf Tilt, dann geht dein Nervous System auf Tilt und sagt, oh mein Gott, ich werde sterben, weil ich diese Überzeugung jetzt über Bord geschmissen habe. Und dazu braucht es eine Foundation, die dir das erlaubt, das Alte, gut Bekannte loszulassen. Weil es nicht dienlich ist, weil es nie dienlich war. Du bist einer verdammten Lüge aufgesessen. Das ist genauso, wie wenn man dir Mathematik erklärt und du irgendwie plötzlich in der 10. Klasse
lernst, dass das einmal eins, das man dir beigebracht hat, nicht richtig ist. Was machst du dann? Bleibst du dabei, dass dieses einmal eins, das du gelernt hast, dass das doch richtig sein muss, weil du und ganz viele andere haben dieses einmal eins gelernt? Oder bist du bereit zu sagen, nee, ich lerne jetzt das richtige einmal eins. Ich lerne jetzt das neue einmal eins. Ich erkenne an, dass ich hier zum falschen Ort, zur falschen Zeit mit falschen Informationen versorgt worden bin. Ich trage diese falschen Informationen nicht mehr weiter, auch wenn ich da irgendwie Jahrzehnte meines Lebens damit verbracht habe, auf Basis dieser falschen Informationen zu leben, zu glauben, zu denken, zu agieren, Rückschlüsse zu ziehen, Einschätzungen zu machen. Ich gebe das jetzt auf, weil ich merke, es ist Bullshit. Bist du bereit dazu, einfach wirklich das anzuerkennen und die Sachen zu untersuchen und zu schauen? Guten Morgen, Gabi. Bist du bereit dazu, die Sachen untersuchen und zu schauen, ob sie dir dienlich sind, ob deine Ansichten dir dienlich sind, ob sie dich dahin servieren, dienen, wo du letztendlich im Leben stehen möchtest, zu der Person, zu diesem Selbst, zu diesem Selbstbild, in dem du in diesem Leben hier agieren und fungieren möchtest. Anders geht's nicht. Es tut mir leid, aber die alten Dinge, die bedeuten nichts. Die Frau, der Mann, der du früher warst, als du unglücklich warst, als du pleite warst, als du abgelehnt wurdest, interessiert keinen Menschen. Wenn du es nicht zu einer Sache machst, wenn du es nicht zu einem Interesse machst, wenn du dich nicht darüber definierst, wenn du einfach sagst, interessiert mich nicht, war Bullshit, war falsch, ich bin da einfach in der falschen Auffassung groß geworden. In einer falschen Ansicht, weil ich sehe ganz genau, hier gibt es so viele verschiedene Ansichten, insbesondere Geld, Lebensstil, alles Mögliche gibt es in unendlich großen, vielen Variationen. Ich kann es mir aussuchen. Ich kann es für mich wählen. Das ist meine freie Wahl. Hier gibt es keinen Grund. Eine Wahl bedeutet 0 oder 1. Das bedeutet nicht, ja, wenn, dann darf ich dann so und so wählen. Nein, 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 nein. Wahl bedeutet, jetzt entscheide ich. So ist es für mich ab jetzt und ich gehe davon nicht ab, ich gehe davon nicht ab und ich bleibe dabei, weil diese Entscheidung, diese Ansicht, das ist mir dienlich, diese Ansicht bringt mich dorthin, wo ich sein will, in die Fülle, in die Gesundheit, in die Freude, aber dann musst du es machen und dann brauchst du die richtige Argumentation für dein Hirn, für deinen Verstand, für dein Denken, dass es jetzt plötzlich anders denken kann. Und wenn es nicht weiß, warum? Dann wird dein Denken dich nicht darin unterstützen, neue Wege zu gehen. Und das brauchst du. Und diese Basis, diese Foundation, die gebe ich in meinem Coaching. Und es ist dann so sonnenklar, dass du einfach neu sein kannst, eine neue Person, die neu denkt, weil das, was du alt warst und alt gedacht hast, war nie dein Konstrukt. Es war nie deine Kreation. Es war etwas, was du einfach ungesehen übernommen hast. Das ist quasi so, als wie wenn du als Kind angezogen wirst und dir Klamotten angezogen werden in irgendeinem Kleidungsstil. Und du übernimmst das. Und alle ziehen sich so an wie du. Und plötzlich gefällt dir das nicht. Dann änderst du deinen Kleidungsstil, dann änderst du deine Klamotte. Aber mit der Klamotte selber ist es ja nicht getan, sondern das ist nur ein Sinnbild für deine Ansichten über dich selbst und übers Leben. Und das darfst du ändern, jeden Moment. Wenn du Ansichten hast, die dich unglücklich machen, wenn du Ansichten hast, die dich einschränken, wenn du Ansichten hast, die dir nur Unmöglichkeiten darstellen, ändere sie. Dazu bist du hier. Du bist hier, um zu erkennen, dass du durch deine Ansichten, durch deine Bewertung und Bedeutung, die du dir, dem Leben und allem gibst, dass du hier der Chef bist, dass du der Schöpfer bist, dass du der Kreator bist, dass du der Manifestor bist. Dafür bist du hier, um das rauszufinden. Und wenn du es rausgefunden hast, dass du dabei bleibst, dass du dabei bleibst und dass du deine Meinung immer nur in Richtung dessen orientierst, was du haben möchtest und vor allem, wer du sein möchtest. Und dass du das offen kundtust und dass du als diese Person über diesen Erdboden wandelst
Und zwar von morgens bis abends. Und wenn du diese Person nicht bist, dann bist du eine andere, aber irgendjemand bist du. Und du wählst. Und wenn du unterbewusst wählst, dann ist es jetzt an der Zeit, bewusst zu wählen und bewusste Entscheidungen, bewusste Ansichten auszuwählen. Und dann bist du frei, dann kannst du hingehen, wo du willst, dann kannst du leben, wie du willst. Dann brauchst du nichts mehr, weil es nichts bedeutet, außer du gibst den Dingen eine Bedeutung. Und das machst du eben nur noch zu deiner Freude, nur noch zu deinem Guten. Vergibst Bedeutungen zum Besten für dich, für alle, für die ganze Welt. Und dann ist es so. Ja, also in diesem Sinne, schau dir an, was ich zu bieten habe. Ich bin hier auf meinem Facebook-Profil live. Du kannst in meine Gruppe kommen, Divine Design Live bei Patricia Denda. Da spreche ich immer über diese Prinzipien, über diese Möglichkeiten, über dich, dass du die Quelle aller Möglichkeiten bist, dass du die Quelle deines Lebens bist, weil du bist die Quelle deiner Ansichten, du bist die Quelle deiner Überzeugungen, du bist die Quelle deiner Annahmen. Dann habe ich natürlich viele, viele verschiedene Coaching-Programme, kleine, große. Im Moment läuft öffentlich wachsen, da sind wir 3 Wochen zusammen und tauschen sich uns aus und werden größer und größer, so wie unser Leben größer wird an Erlebnissen, weil wir sind hier, um das Leben zu erleben übrigens und nicht zu erwarten, bis es vorbei ist. Ja, und dann gibt es natürlich ein riesengeiles Mastermind mit Retreat. Ende August sind wir eine Woche lang in einer Luxusjacht auf dem Roten Meer und shiften all deine Ansichten, verändern, transformieren dich, dein Selbst eine Woche lang richtig intensiv und arbeiten dann noch 6 Monate an dir, an deinem Leben, an deinem Traumbusiness, an deinem Traumkörper, an deiner Traumgesundheit, an deinem Traumfinanzen. Alles kann so sein, wie du es haben möchtest, in dem Moment, wo du die Person bist, die es hat. Und das ist nicht ein Schnipp, weil eine Person hat ganz schön viele Ansichten und Gedanken. Und diese Person muss erkennen, welche Gedanken sie wohin bringen und wie sie sie ändern kann. Und dann hat sich die Person insgesamt zu der Person verändert, die das Leben genießt, die gesund, die glücklich ist, die freudig ist, was auch immer nur du dir wünschst. Und du merkst, es hat nichts mit anderen zu tun, es hat nichts mit der Weltwirtschaftslage zu tun, es hat nichts damit zu tun, wo du jetzt gerade stehst, es hat nichts damit zu tun, was andere denken, geht nur um dich, um deine Welt, um dein Universum. Und du kannst hier das schönste, tollste Leben für dich kreieren. Und zwar jetzt kannst du anfangen. Du musst auf nichts warten. Du musst auf nichts warten. Du musst nicht darauf warten, bis du abgenommen hast, bis das und das passiert ist, bis das und das passiert ist. Auf nichts. Du entscheidest jetzt, jetzt, jetzt. Ich lege los, ich transformiere, ich schaue, wo meine Blockaden sind, die ich mir selber noch einrede. Ich schaue, wo ich anstehe, ich mache mich groß, ich erweitere mich, ich gehe weiter und ich werde zu diesem Divine Design, zu dieser Divine Design, divinely designten Person. Und ja, das ist ein geiler Weg. Es macht riesengroßen Spaß, voll neu. Unbekannt, aufregend, prickelnd, energetisch. Why not? Das andere, was du bis jetzt gelebt hast, kennst du ja schon. Auf zu neuen Ufern. Bis dann. Ciao.